Ja, vielen Dank, Frau Präsidentin. Liebe Kollegen, liebe Damen und Herren hier im Saal und zu Hause. Lieber Herr Gauland, im Grundsatz haben Sie ja recht. Ich meine, wir wären sicherlich auch eine schlechte Opposition, wenn wir das nicht ansprechen würden. Aber ganz ehrlich, Sie als CDU tun Sie nicht so scheinheilig. Wenn Sie jetzt hier in der Regierungsverantwortung säßen, würde das Ergebnis auch nicht besser aussehen. Und vermutlich würden wir hier und heute exakt den gleichen Antrag beraten, mit dem einzigen Unterschied, dass dort nicht CDU, sondern SPD als Antragsteller drüber stünde. Und das ist zugleich auch das große Problem, das ich mit dem Antrag habe und weshalb ich ihm auch nicht zustimmen kann. Auch wenn Sie im Kern, ja, ich sag mal, nicht Unrecht haben, so ist dieser konkrete Antrag dennoch völlig inhaltslos und eigentlich reiner Populismus. Jedes Jahr derselbe Mumpitz. Ich bin schon auf 2015 gespannt, wenn die PKS für 2014 erscheint. Wahrscheinlich holen Sie den gleichen Antrag wieder mit aus der Schublade, ändern kurz das Datum und gut ist. Die entscheidende Frage, die wir uns hier stellen sollten, ist doch eigentlich eher, was können wir machen? Und da hat die Landesregierung in der Tat arge Schwierigkeiten, vernünftige Lösungen zu finden. Aber Ihr Antrag hilft da auch nicht weiter. Und in den 5 Jahren Ihrer Regierungszeit haben Sie sich, da sind wir mal ehrlich, auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Ja, die Fallzahlen des Einbruchsdiebstahls sind erneut gestiegen. Und auch ja, die Aufklärungsquote ist erneut gefallen. Es sind zwar nur leichte Veränderungen, aber nichtsdestotrotz, wenn man die Vorjahre in den Vergleich mit einbezieht, ist schon eine eindeutig negative Tendenz zu erkennen. Aber das ist bei dieser Politik, die die Landesregierung hier verfolgt, auch kein Wunder. Die Polizei trägt an dieser Entwicklung, da bin ich von überzeugt, sicherlich keine Schuld. Denn bei aller Professionalität und bei allem Engagement, das die Beamten jeden Tag in ihrem Job mit hineinnehmen, sind sie natürlich nur in der Lage, so gut zu arbeiten, wie es der politische Rahmen zulässt. Und da müssen Sie, Herr Jäger, sich schon fragen, um mal beim Beispiel der Einbruchskriminalität zu bleiben, warum die Lage so ist, wie sie ist. Das liegt hier zum Beispiel daran, dass die Ermittlungsbeamten personell überlastet sind und die Flut der neuen Fälle gar nicht mehr richtig bearbeiten können. Hinzu kommen noch die ganzen Krankheitsfälle, die ihrerseits, und das wiederum ist der Teufelskreis in der ganzen Geschichte, zum Großteil aus der insgesamt großen Belastung der Polizei resultieren. Aber anstatt dem entgegenzuwirken und die Stundenbelastung zu reduzieren, was machen Sie? Sie binden weiter reichlich Kräfte durch unsinnige Aktionen wie Blitzmarathons und Flyer in offene Fenster stecken. Was die Polizei im ersten Angriff am dringendsten braucht, neben den ganzen anderen Dingen, die sie völlig zu Recht auch noch fordert, ist zunächst einmal die pure personelle Entlastung. Aber wie? Ich vermute einfach mal, mehr Personal wird es kurz- oder mittelfristig nicht geben, auch wenn das natürlich wünschenswert und vermutlich die beste Lösung wäre. Was können wir dann also tun? Ich möchte mal Beispiele nennen. Zunächst einmal hören Sie bitte mit Ihren ganzen ständigen Klimbim- und PR-Aktionen in eigener Sache auf. Dann sorgen Sie für eine ordentliche und zeitgemäße Ausstattung, technische Ausstattung der Beamten. Ich glaube, ich will gar nicht wissen, wie viele Arbeitsstunden jedes Jahr verschwendet werden, weil die Beamten beispielsweise des Wach- und Wechseldienstes nicht einmal einen Laptop auf dem Wagen haben, mit dem sie sehr viel Schreibarbeit, die einen Großteil der täglichen Arbeit ausmacht, auch unterwegs erledigen könnten. Hinzu kämen ja noch Entlastungen der Leitstellen, Vermeidung unnötiger Wartezeiten im Funkverkehr und so weiter und so fort. Ja, das kostet sicherlich einmal viel Geld, aber eben nur einmal und nicht dauerhaft und auch nicht so viel wie neues Personal. Weiteres Beispiel. Reduzieren Sie endlich die Aufgaben der Polizei. Da haben wir ja auch in den ganzen Debatten, die wir schon geführt haben, viele Beispiele gehört. Aber eine Sache wollen Sie anscheinend nicht begreifen. Drängen Sie im Bund auf ein Umdenken im Bereich der BTM-Kriminalität. Sehen Sie endlich ein, dass die Repressionspolitik gescheitert ist und eigentlich viel mehr Arbeit und viel mehr negative Folgen verursacht, als sie der Gesellschaft nützt. 5% aller Delikte im Jahr 2013, also 1/20 aller Straftaten und damit auch ein Großteil der polizeilichen Ressourcen, fielen auf den BTM-Bereich. Ich will, also, was glauben Sie, wie die Aufklärungsquoten beim Einbruchsdiebstahl in die Höhe schießen würde, wenn Sie das Personal aus dem BTM-Bereich in diesen Bereich stecken würden? Das sind nur 2 Beispiele. Da gibt es mit Sicherheit noch viele andere Möglichkeiten, wie Sie kurzfristig eine Entlastung herbeiführen können. Weil das wirklich im ersten Angriff das ist, was die Polizei jetzt braucht. Langfristig wird es jedoch nur einen Weg geben, der am besten dabei hilft, Polizei und Gesellschaft zu entlasten, nämlich Kriminalität nach Möglichkeit gar nicht erst entstehen zu lassen. Nächste Woche findet der Landesdelegiertentag des Bundes Deutscher Kriminalbeamter in NRW statt. Ein Schwerpunkt dieser für 3 Tage angesetzten Veranstaltung bildet die These, Kriminalität ist teurer als Kriminalitätsbekämpfung. Und das stimmt.
Wir haben es auch gerade schon gehört, die volkswirtschaftlichen Schäden, die Kriminalität verursacht, die Schäden sind enorm. Aber wenn die These, Kriminalität ist teurer als Kriminalitätsbekämpfung, stimmt, so muss zumindest langfristig auch die These stimmen, Prävention ist günstiger als Repression. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Schatz. Für die Landesregierung.